Also persönlich interessiert mich nicht so sehr die Technik, das auch. Dampflokomotiven sind was ganz Spezielles, das ist schon richtig. Aber ich komme eigentlich vom Historikersein her. Mich hat immer schon fasziniert der gewaltige Umbruch, der im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, in allen Lebensbereichen, die man sich denken kann. Und das hängt unmittelbar zusammen mit der Erfindung und der Durchsetzung dieses Systems Eisenbahn. Unser Bestreben als Verein ist es eben, diese alte Technik zu erhalten und fortzuführen. Es macht mir sehr viel Freude zu sehen, dass wir mit unserer Museumseisenbahn Menschen begeistern können. Jeden Alters. Insbesondere natürlich die Kinder, die das noch nie gesehen haben. Und natürlich die Älteren, die sich einfach erinnern, dass sie mit Zügen über die Dörfer gefahren sind und selbst erlebt haben, wie das ist und es jetzt noch einmal erleben können durch die Museumseisenbahn. Also so ein Eisenbahnfahrzeug dieses Alters birgt eine unheimliche Zahl von handwerklichen Tätigkeiten. Der Wagen, in dem wir hier sitzen, zeigt das eigentlich augenscheinlich. Die ganze Inneneinrichtung besteht aus Holz und das Wagenkastengerippe eben auch Holz. Das heißt, wir haben eine Unmenge an Holzarbeiten zu erledigen. Dann besteht ein Fahrzeug natürlich unterhalb, sage ich mal, der Fahrgastzelle aus dem eisenlichen Chassis, wenn man so will. Das ist ja alles Stahl und Eisen. Und das erfordert natürlich entsprechende Metallberufe. Das heißt, es muss geschliffen werden, es müssen Achsen vermessen werden und so weiter. Eine Vielzahl von Arbeiten, nicht zuletzt auch das Lackieren.